Und da sind wir wieder und schauen mal, wie die Paktgeschichte weitergeht. Kommt hervor, Bringer der Veränderung. Seid gegrüßt, Jaralin. Ihr habt sicherlich meine Geschäftspartnerin Baronin Draka schon kennengelernt. Oh ja. Ich habe sie rekrutiert, um uns bei der wachsenden Bedrohung durch den Zehntern behilflich zu sein. Seine Verbindungen zu den maldraxischen Abtrünnigen ist besorgniserregend. Eine Verschwörung führt zu anderen. Also habe ich Draka hinzugeholt, damit sie uns hilft, dem ein Ende zu setzen. Wir dürfen diese Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen. Als erstes müssen wir seiner Zwangsherrschaft über die Steinwachtwarte ein Ende setzen. Auf diese Weise können wir Herzen und Köpfe seiner Untertanen gewinnen. Trefft euch mit Prinz Renatal und Baronin Draka an der Steinwachtwarte. Es gibt keine Chance auf Sieg. Ist das nicht aufregend? Was? Er findet es aufregend, wenn wir keine Chance auf Sieg haben? Habe ich das gerade richtig verstanden? Die Steinwachtwarte wäre dann hier. Gut, dann fliegen wir hier oben hin und gehen dann irgendwie hier runter. Ich glaube, das ist... Oder dahin und dann darüber. Das ist dann immer das Problem, wenn man da nicht richtig sieht, ist das oben oder unten. Ich würde mal sagen, wir fliegen dann dahin. Und dann treffen wir uns dort wieder. Ja, sogar Todesreißer ist da. Dürfen wir eventuell fliegen? Finsterste Grüße, Schlundgänger. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Die Bewohner der Steinwacht wurden durch die Gier des Zehnterns bis aufs Letzte ausgepresst. Einige haben gegen diese Ungerechtigkeit die Waffen erhoben, aber die meisten sind zum Handeln zugeschunden. Wir brauchen sie auf unserer Seite, um ihn zu Fall zu bringen. Prinz Renatal übergibt euch eine schwere, vor Anima triefende Schriftrolle. Geht, führt ihnen die Heuchelei ihrer Unterdrücker vor Augen, schickt sie zu mir und versprecht ihnen sichere Zuflucht. Verwendet Renatals Erlass, um 8 Bürger der Steinwacht zu inspirieren. Uns droht ein düsteres Schicksal, aber keins, Tromka, dem wir uns kampflos ergeben. Die Gier des Zehntern ist grenzenlos. In Maldraxxus wäre so etwas undenkbar. Sollten sich die Ventür nicht darauf konzentrieren, Seelen dabei zu helfen, für ihre Sünden zu büßen? Es macht mich außerdem krank, dass er ein Bündnis mit meinem Reich geschlossen hat. Wir müssen diesem Wahnsinn Einhalt gebieten. Der Zehnter hat seine Steingeborenen geschickt, um die Anima dieser Bürger einzuheimsen. Wie lange geht das schon so? Diese Taten stinken geradezu nach unermesslicher Gier. Für diese Zwangslage gibt es nur eine Antwort, eine Botschaft zu senden. Zermalmt diese Unterdrücker, entzieht ihnen ihre Anima und bringt sie zurück zur Anima-Quelle der Steinwacht. Der Einmarsch wird aufgehalten und die unterdrückten Geister werden beflügelt. 2 Fliegen mit einer Klappe. Draka gibt euch einen Anima-Behälter. Nehmt ihn, ich habe ihn vorhin einer der Wachen gestohlen. Entzieht 12 Steingeborenen, der Steinwacht Anima befüllt dann damit die Anima-Quelle im Stadtzentrum. Selbst hier schütze ich die Schwachen. Diese Operationen, um das Volk für uns zu gewinnen, sind edel und gut. Dennoch müssen wir uns darauf konzentrieren, die Hilfsmittel unseres Feindes zur Strecke zu bringen. Ritterklaue Vartox, die Anführerin dieses Übergriffs, ist zudem die oberste Steingeborene auf dem Anwesen des Zehntern. Wenn wir sie hier und jetzt besiegen, ist der Zehntherr unserem Angriff schutzlos ausgesetzt. Tötet die dritte Klaue. Für Krexus! Für Akarek! Dann tun wir das, Todesreißer. Ja. Wir haben ein nettes Gefäß auf dem Rücken und eine Schriftrolle in der Hand. Ach, Kältas darf uns diesmal nicht helfen. Der muss jetzt erstmal seine Sünden verarbeiten oder so. Okay. Was macht er? Okay. Ich dachte gerade, ah, das sind die Bürger, die Armen. So, was muss ich machen? Anime entziehen? Bürger inspirieren? Ich soll schon töten hier. Ach, das entzieht dann automatisch. Alles klar.
Bin ich nämlich jetzt nicht sicher, ob ich noch irgendwas machen muss. Und wir finden mal wieder einen Zettel vom Schreibtisch des Zehnterren. Alle Versorgungskutschen müssen in die Steinwacht umgeleitet werden, um bei der Eintreibung zu helfen. Sobald diese abgeschlossen ist, dürfen die planmäßigen Routen wieder fortgesetzt werden. Okay. Huch. Hä? Ach, explosiv? Okay. Und hier sind die, die wir dann hier wieder bekehren sollen. Lebendige im Land der Toten. Finsterer Zeiten. Bürger der Steinwarte, ihr habt euch das letzte Mal bestohlen. Schließt euch mir an und holt euch zurück, was euch rechtmäßig gehört. Ihr habt recht, das wird nun enden. Für Ravendreth. Ah, der mögliche Retter. Da der haben wir so eine Kutsche. Lupp. Und die andere, die steht, glaube ich, nur da drüben, habe ich sie gesehen. Ah. Da schräg gegenüber. Aber ich sehe gerade, dass hier drüben auch noch was ist. Dann machen wir das zuerst. Das müsste der Chef sein. Die dritte Klaue. Gucken wir mal danach. Ja. General, ihr verlangt mehr, als wir haben. Wir haben wirklich nichts mehr zu geben. Dann seid ihr nutzlos für mich. Okay, die verdient zu sterben. Eindringlinge, sterbt durch meine Faust! Ich sehe gar nichts. Oh, lauter. Ach, ich stehe dahinter. Kein Wunder. Stellen wir es doch lieber so hin. Na, mag die nicht, die dahinter einspringen. Zeit, den höchsten Preis zu zahlen. Der wäre Selbstmord oder was? Besiegt von einem Sterblichen. So ärgerlich. Sie würde kaum als Fußsoldatin der Maldraxi durchgehen. Danke, wir treffen uns bei Rinatal. Alles klar. Gucken wir mal noch nach der Kutsche. Ist eigentlich direkt... Ja, da unten sieht man sie leuchten. Und was liegt da? Ach, so ein Hufeisen, okay. Ah, können wir ja mal einsammeln. Hier braucht man für einen Erfolg. Und was ist das? Erschöpfte Anima-Quelle gefüllt. Oha. Okay. Gut, dann suchen wir uns mal noch eine Stelle. Wie viel brauchen wir denn noch? Zwei. Dann nehmen wir doch die da hinten. Dann nehme ich zwei. Wieder die Truppen. Nein! Das ist echt fies mit dem Area. Vor allem, wenn die von hinten kommen und dann denkt man, jetzt kann man. Und dann, naja. So, bitteschön. Alles erledigt? Wir kräuchen zurück?
Oha, die sind hier tatsächlich alle versammelt. Die Bürger, die wir da inspiriert haben. Cool. Erhebt euch, Ventir. Wir holen die Anima von eurem Unterdrücker zurück. Willkommen, ebenfalls verdammter Freund. Es betrübt mich zu sehen, wie meine Leute behandelt werden. Weitere Hände für die Rebellion. Sie können die Wahrheit schmecken. Gut gemacht. Wir lassen diesen üblen Ernte ausblühen. Ihr und ich immer bereit für den Kampf. Der Realität. Stein zu Staub. Gute Arbeit. Verhältnis des Zehntreibers. Ein Spielzeug, bereits bekannt. Das haben wir schon auf andere Weise bekommen. Kraft und Ehre. Ausgezeichnet. Jetzt steht er ohne seine wichtigste Verteidigung da. Im Namen des Primus. Was? Die Kutsche prescht mit dem letzten Rest Anima davon. Hinterher. Vielleicht dürfen wir jetzt hier mit Todesreise reden. Blut und Donner. Wir müssen uns beeilen. Die Anima wird der Schlüssel dazu sein, diese Bürger für den bevorstehenden Kampf zu stärken. Todesreißer ist bereit zur Abreise. Stärke entspringt meine Hoffnung. Gucken, ob sie noch was reden. Nein. Auf geht's. Todesreißer, der Kutsche nach. Okay. Der kann ja gar nicht fliegen, stimmt. Hä? Aber der konnte doch fliegen. Ach nee, da ist sie. Grad mit dem anderen. Wir sind an ihnen dran. Diese Anima gehört dem Zehntherrn. Bleibt zurück oder sterbt. Ja, wir haben ihn. Zeigen wir diesem Handlanger, wie falsch er liegt. Wie könnt ihr es wagen, die Lieferung des Zehntherrn aufzuhalten? Blut vergießen. Aber das ist halt die Dosi, die ich da immer noch dabei habe. Die gar nicht hier dazugehört zur Storyline. Aber mich ein bisschen einfach nebenher unterstützt. Nein! Seht die Stärke unseres mächtigen Champions. Gut gemacht, Schlundgänger. So, jetzt haben wir die Anima, oder? Da, die Kutsche ist voller Anima-Behälter. Kommt hervor, Bringer der Veränderung. Eine herrliche zur Schaustellung der Stärke von Sündensturz. Sollen wir fortfahren? Eine einmalige Gelegenheit hat sich für uns ergeben. Da seine Nachschublinien abgeschnitten sind, Vartox tot ist und das Volk sich gegen ihn gewandt hat, sollte der Zehntherr kein Gegner mehr für uns sein. Dennoch muss ich zugeben, dass ich Angst davor habe, welche Werkzeuge er möglicherweise von seinen maldraxischen Kohorten erhalten hat. Seine Operationsbasis, das Anwesen des Verwalters, befindet sich etwas weiter die Straße hinunter. Es wurde nach dem Ernter benannt, dessen Stelle er eingenommen hat. Wir sehen uns dort. Trefft euch mit dem Prinzen beim Anwesen des Verwalters. Meine verehrten Untertanen, wir haben einen kleinen Sieg errungen. Bedient euch an der Anima. Joch, stehen sie vielleicht hier zuschlagen und den Unterdrücker angreifen. Viel strammer. Was kann dieser bescheidene, gefallene Prinz? Lasst uns zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Die Dürre, der Mangel an Seelen. Ohne seine Armee ist der Zehntherr nun verwundbar. Er wird nur noch von einem kleinen Trupp beschützt. Bezwingen wir ihn mit Entschlossenheit.
Er schöpft Macht aus diesen Anima-Quellen und behält alles für sich allein. Wenn ihr ihn ablenken könnt, kann ich euch nicht nur die Macht verleihen, ihn zu besiegen, sondern auch die Quellen zu deaktivieren. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid, anzufangen. Wenn der richtige Zeitpunkt kommt, wird die Baronin unsere neuen Rekruten in die Schlacht führen. Tötet den Zehntherren und sammelt das Medaillon des Neids ein. Ihr und ich gegen das Ende der Realität. Jo, dann, wir sind bereit. Möglicherweise brauchen wir Hilfe. Wir müssen diese Quellen trockenlegen, damit der Zehntherr die Anima nicht benutzen kann. Oh, die haben schon Schieß. Die drecksgeborenen Arbeiter. Renatal, ihr übertretet eure Grenzen. Hier habe ich die ganze Macht. Wachen, tötet die Baronin. Ventir, die Zeit ist gekommen, die Unterdrücker niederzustrecken. Ah ja, okay, die helfen jetzt, die Bürger, die wir rekrutiert haben. Oh nein! Schnell, tötet alles auf eurem Weg zur nächsten Quelle. Ich spüre die Macht meines Medaillons ihr in der Nähe. Ihr seid nicht länger der Ernter der Herrschaft, Renatal. Diese Macht gehört dem Erzlich. Ihr habt mein Medaillon einem Licht gegeben? Okay, also wir sollen uns jetzt erstmal durchschnetzeln. Gute Arbeit. Treibt den Angriff voran. Was? Egal. Ich werde euch an Ort und Stelle niederstrecken, Schlundgänger. Denkt man, das müssen wir dann dreimal machen? Also jedes Mal 30% unten. Ja, so da will er nicht angreifen. Ehrt unsere Abmachung! Tötet diesen Thronräuber. Wo läuft er hin? Zu wem will er? Da hinten wutscht er nach oben. Das ist neu jetzt.
Das ist doof, dass man hier immer behakt wird aus der Luft. Wir könnten uns ja auch einfach durchmogeln, oder? Das Ding gar nicht töten. Herzlich! Held benutzt das Medaillon, das euch gegeben wurde. Und wir zerquetschen gemeinsam diesen Schlundgänger. Ich denke nicht. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Also werden die Gegebenen genutzt. Jetzt muss ich meinem dienen. Wohin geht ihr? Zum nächsten Teil des Plans, natürlich. Versucht, einige dieser Hindernisse zu beseitigen, bevor sie euch vernichten. Tja. Ich glaube, der hat ausgesorgt, oder? Wenn er nicht wieder abhaut, der lutscht auch. Also, ist das ein Lutsch? Mann, atme ihr. Nein, es dauert, diesen Spiegel zu reparieren. Wir müssen das Medaillon der Herrschaft von diesem Licht zurückholen. Kel'Thuzad hat ganz mal Draxus ins Chaos gestürzt. Was kann er mit dem Medaillon eures Pakts anrichten? Er könnte eine Armee aus unfreiwilligen Bewohnern von Rivendreth ausheben. Mit ausreichend Anima könnte er sogar die Struktur der Schattenlande manipulieren. Kehrt zu Prinz Renatal in Sündensturz zurück. Nimmt er mich mit? Ja. Das finde ich ja super. Sowas soll es öfter geben. Vielen Dank, liebes Taxi. Irgendwie sieht das viel riesiger aus als vorher. Das kam mir gerade so vor, als ob es gewachsen wäre. Hallo, Schlundgänger. Ein Erzlich? Das macht die Dinge komplizierter. Aber wir haben das Medaillon des Neids. Ein maldraxischer Erzlich, der unsere Ernter manipuliert. Das können wir nicht unbeantwortet lassen. Ich bin froh, dass Baronin Draka ebenso begierig darauf ist, Kel'Thuzad direkt anzugreifen. General Draven wird dafür sorgen, dass unsere Armeen bereitstehen, während Laurent den Spiegel repariert. Haltet euch bereit und nehmt die hier, während wir uns vorbereiten. Wir werden dafür sorgen, dass wir an der Seite unserer neuen Verbündeten Rache üben. Und wir bekommen Schulterstücke. Wir stellen uns der endlosen, unbesiegbaren Dunkelheit gemeinsam. Er sagt gar nichts mehr. Wo sollen wir ihn denn jetzt treffen? Wir laufen ihm einfach mal hinterher. Ah, er setzt jetzt erstmal das Medaillon ein und dadurch haben wir dann wieder einen Part hier, ne? Ein Part vollständig? Ja. Die anderen Story-Parts haben wir jetzt gar nicht so geguckt, was dann immer neu ist. Also hier würde jetzt noch eins, zwei. Zwei fehlen noch, aber ich denke mal, die kriegen wir irgendwie auf andere Art und Weise, weil ich glaube, so viele Story-Parts kommen da ja jetzt nicht mehr. Nur sehen wir dann.